Fresse. Okay. Ich habe eine Mittagspause gebraucht, weil ich will mich hier nicht hinstellen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich als Deutsche habe mit vollem Stolz mir das Thema 5G erarbeitet. Ist ja ein Thema, wo in Deutschland viele sagen, ist für uns ja auch noch ein bisschen weiter weg. Nun waren wir bei Qualcomm und Franzi ist danach losgegangen und bei Ariane, das Video können wir nicht gleich machen, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause. Ich habe mir alles nochmal reingezogen, was ich gesehen habe. Ich werde euch jetzt versuchen, in meinen eigenen Worten das so zu erklären und so die Brisanz ins Thema zu bringen, wie ich es verstanden habe. Also, Qualcomm hat Folgendes vorgestellt. Qualcomm ist ja eigentlich ein Hersteller für Prozessoren in euren ganzen mobilen Devices. Also das heißt zum Beispiel in euren Smartphones, die nicht Apple-Geräte sind, in euren Tablets, in euren Smartwatches. So kennen wir Qualcomm mit diesen kleinen Prozessoren, die sie halt auch haben, um 5G zu nutzen. Das heißt, dort haben sie sich eine ziemliche Lücke und eine ziemliche Marktmacht aufgebaut. Qualcomm sitzt in Kalifornien, in San Diego, also nicht im Silicon Valley, wie man eigentlich denkt, stellt diese Prozessoren her, wie gesagt, für die Geräte, die ich gerade aufgezählt habe. Wofür sie eigentlich nicht gearbeitet haben, das ist der ganze PC-Bereich. Das hat Intel gemacht. Jetzt heute bei der Präsentation gab es eine Riesenneuheit. Lenovo auf der Bühne mit dem ersten 5G-fähigen Laptop. Zusammen mit Qualcomm hergestellt. Das heißt, Qualcomm geht jetzt erstmalig von seinen originären Feldern rein in die PC-Welt. PCs, die dann auch mit viel, viel geringerer Verzögerung zum Beispiel Gaming ermöglichen etc. pp. Das war schon mal ein dickes Ding. Was aber spannend ist, dass ich euch ja zu Bosch vorher erzählt hatte, dass Bosch jetzt in diesem ganzen Bereich Sensorik beim mobilen Fahren ohne einen eigentlichen Fahrer irgendwann auch mal zum Beispiel reingeht. Was macht jetzt aber Qualcomm? Qualcomm stellt mit seinen 5G-fähigen Prozessoren jetzt selber Automotive-Plattform. Guck, jetzt kommt der Hänger. Was stellen die her? Das ist auch der Prozessor um Auto. Oh Gott. Qualcomm geht jetzt mit seinen Prozessoren in den Bereich rein, wo wir ja alle so unheimlich viel Angst vor haben. Nämlich, dass wenn dann die Autos irgendwann mal ohne uns fahren, sie nicht mitbekommen, wie vorne ihnen einer blinkt oder einer abrupt bremst. Deren Prozessoren gehen jetzt da rein, dass sie diese Techniken herstellen, die das Ganze erkennen können. Also eigentlich die Intelligenz des Autos herstellen. Stellt euch das mal vor. Einer, der vorher nur die Chips in euren Smartphones, Tablets und euren Uhren hergestellt hat, auf einmal geht der rein in die Welt des Autofahrens. Da sieht man mal, wenn man aufs richtige Pferd gesetzt hat, kann man in, glaube ich, fast jeden Bereich reingehen. Das ist das, was ich zumindest gerade versuche, auf der CES zu lernen.